wunderbar. Coolio, Leute. So, ha. Nice, Dino Crisis. Das ist irgendwie, wisst ihr, das ist ganz komisch bei mir in Dino Crisis. Ich habe immer, wenn wir anfangen zu streamen, eigentlich überhaupt keinen Bock auf das Spiel. Aber dann spielen wir es ein bisschen und nach einer Stunde oder zwei denke ich mir so, hey, es ist eigentlich voll das gute Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Und heute geht es mir wieder so, dass ich mir jetzt gerade denke, so, ah, eigentlich habe ich jetzt gerade überhaupt keine Lust auf Dino Crisis. Und dann spiele ich es ein bisschen und dann ist es wieder großartig. Deswegen weiß ich auch nicht genau, was ich habe. Keine Ahnung. Ich habe mir übrigens gedacht, wir haben aktuell jetzt kein Subgoal und nix. Ich habe mir gedacht, ich verändere das ein bisschen. Es macht nämlich rein organisatorisch viel mehr Sinn, wenn ich die Dauer, in der Bonusziele erreicht werden können, an schon erreichte Bonusziele koppel, statt an Spiele. Weil sonst hätten wir jetzt während Resident Evil Survivor ein neues Bonusziel, obwohl wir immer noch bei Dino Crisis sind und noch nicht mal mit Silent Hill angefangen haben. Stattdessen werde ich es jetzt so machen, dass während der Dauer, in der wir Silent Hill 1 spielen, ein weiteres Bonusziel, mit dem es dann nach Silent Hill 1 weitergeht, erreicht werden kann. Ne? Es macht viel mehr Sinn. Deswegen. Haben wir Game Sound? Ja, ich glaube, das Spiel ist nur gerade sehr leise, aber. Hört ihr die Schritte? Ich glaube, man hört's, ne? Ich denke schon. Wir haben leider gerade keine Musik. Hallo, Trimaris. Hi. Ja, hört man. Gut. Schön. Dankeschön. Okay, dann gucken wir mal, dass wir das wirklich noch zu Ende bringen. Das hast du jetzt nicht verstanden. Das ist eigentlich auch nur rein organisatorisch für mich. Das ist euch eigentlich ganz egal. Aber was ich damit nur sagen will, ist, aktuell gibt es kein Bonusziel zu erreichen, weil jetzt warten wir erstmal, bis wir mit Silent Hill angefangen haben und dann schauen wir mal fürs nächste Bonusziel. Ne? Weil sonst haben wir irgendwann 500 Spiele, die alle noch der Reihe nach durchgespielt werden wollen und ne, dann nimmt das überhand und ist unübersichtlich. Jetzt gucken wir mal. Einen Raum gibt es hier, in dem waren wir noch gar nicht. Den sollten wir von hier aus eigentlich betreten können dürfen. Ich schaute noch mal kurz, die Bildschirme leuchten so komisch. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit leuchtendem Bildschirm, auf die wir nicht klicken. Mache ich lieber mal. Diverse Dokumente, nichts Nützliches. Dann ist es schon gut. So, das hier ist jetzt... Ich gehe jetzt mal durch die Tür. Ich kann mich nicht orientieren. Ich muss mal durch die Tür gehen und dann schauen wir mal... Don't bother me. Stören Sie mich nicht. Ah ja, gut. Hallo. Captain Kirk? Kann ich mit dir reden? Did you find those devices yet? Ich finde den sehr lustig. Ich mag den. Captain Kirk ist toll. What are you still doing? Still doing here? Go get those devices. Mache ich. Aber ich will mal das Dokument mir hier anschauen. Ich glaube, das kennen wir noch nicht. Ein Teil eines alten Dokuments. Es trägt Dr. Kirks Unterschrift. Willst du es lesen? Meinetwegen. Ich glaube... Dr. Kirk redet am ehesten so. Dritte Energie als endgültige Waffe von Edward Kirk. Wenn die Energiereaktoren den kritischen Punkt überschreiten, kommt es zum Überladungsphänomen. Wir können die Reaktion dann nicht mehr steuern. Die bloße Energiemenge startet Kettenreaktionen und beginnt die Umgebung auszulöschen. Die folgenden Explosion lässt alles in der Nähe verdampfen. Wenn wir den Bereich steuern können, in dem die Überladung auftritt, wird die dritte Energie zur ultimativen Waffe. Die Stärke einer neuen Waffe hängt davon ab, wie viel Energie wir eindämmen können, bevor die Explosion auftritt. Der Stabilisator ist daher unser Schlüssel zum Erfolg. Die dritte Energie sollte unter der folgenden Vorgabe entwickelt werden. Schaffung einer Energiequelle für eine stationäre Waffe. Wenn wir diese Vorgabe hier und jetzt ändern, wird die Regierung in Kürze die zerstörerischste Waffe der Welt besitzen. Dieses aktuelle Budget ist allerdings vollkommen indiskutabel. Sie finden meine Einschätzung des Budgets im nächsten Kapitel. Ich bitte um Überprüfung des Gesuchs.
Dr. Kirk, der ist schon so einer. Könnte das Spiel lauter gemacht werden? Warten wir mal kurz ab, Vampire Girl. Warten wir mal kurz ab, weil es passiert hier gerade auch wirklich überhaupt nichts. Und ich dachte eigentlich, weißt du, das ist immer das Blöde. Ich habe eigentlich alles schon voreingestellt, aber kann sein, dass mir die Einstellung wieder durcheinander gebracht hat. Wenn dann Musik und Action ist, weiß man es immer nicht. Aber wartet mal kurz. Ich brauche... Er wollte 100k, bekam aber nur 650, so klingt's. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Das ist echt ein bisschen nervig, dass mir hier dauernd meine Einstellungen... Ach, heute war wieder ein Windows-Update. Heute war wieder ein Windows-Update und da hat's mir wieder alles durcheinander gehauen, natürlich. Ach komm, das ist so dumm. Warte mal, ich brauche mal schnell Geräusche im Spiel. Das Spiel ist heute aber, das ist gerade leider so leise, dass es wirklich schwierig ist. Nee, das Spiel ist tatsächlich gerade so laut, wie ich es machen kann. Lauter geht's gar nicht. Das ist irgendwie, ja, kann ich nichts tun gerade. Auch weird. Gucken wir mal, ich hoffe, es wird jetzt dann, wenn wir Musik haben oder sowas, lauter. Okay, gehen wir mal Richtung Dinosaurier hauen. Also ich kann wirklich, das Einzige, was ich noch... Nee, nicht mal das, nicht mal das. Ich bin gerade voll verwirrt. Ich wollte gerade sagen, ich könnte nur das mich leiser und alles miteinander lauter machen, aber auch das geht nicht. Also, keine Ahnung. Ich gehe mal nochmal absichtlich durch die Tür, weil die ist ein bisschen lauter eigentlich. Ah, ist schon ein bisschen leise, ne? Ich kann nichts mehr machen, leider. Schauen wir mal. Naja. Windows-Updates sind das pure Böse. Ja, es ist immer wieder gefährlich, weißt du, aber andererseits, wenn ich die Updates nicht mache, dann stürzt mein Grafik, also mein Videoschneideprogramm ständig ab. Das ist das Problem. Ich muss dann dauernd updaten, dann muss ich die Grafikkarte updaten, dann muss ich das Programm updaten und dann geht wieder alles. Aber ansonsten stürzt das dauernd ab und das ist dann auch doof. Deswegen, ja... Immer, egal wie man es macht, ne? Immer doof. Nee, ich habe gerade auch echt keine Idee, wie ich es überhaupt lauter machen könnte, witzigerweise. Hallo, Lotti. Ganz ehrlich, freue mich schon auf das neue Jurassic Park. Ein Spiel? Gibt es ein neues Jurassic Park Spiel oder was? Das weiß ich gar nicht gerade. Puh, ich dachte schon, weil das Licht rot ist, ist hier zu. Das wäre voll nervig gewesen. Aber sieht ganz gut aus. Ah, das habe ich ständig. Das habe ich ständig, dass mein Videoschneideprogramm mitten unterm... Kann ich da jetzt schon reingehen? Ja, mitten unterm Rendern abstürzt. Ich muss immer dran denken zu speichern, bevor ich auf Rendern drücke, weil sonst schmiert es mir wieder ab. Ist leider nichts Ungewöhnliches. Die Planungsdisk wird zur Bedienung dieses Terminals benötigt. Ich befürchte, die haben wir nicht, oder? Aber jetzt kommt es mir von der Lautstärke okay vor, oder? Jetzt, wo wir wieder Musik haben. Hey, das hat Railgun. Hallo. Schön, dass du da bist. Ach, auf den Game Awards haben die das gezeigt. Die habe ich dieses Jahr echt einfach komplett vergessen irgendwie. Wirklich. Ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm. Und es hat mich auch nicht wirklich interessiert. Und ich habe mir im Nachhinein so ein bisschen angeguckt, was angekündigt wurde. Und da hat mich auch nicht wirklich was umgehauen. Deswegen bin ich auch gar nicht so traurig drüber, ehrlich gesagt. Also irgendwie, keine Ahnung. Oh Gott. Hä? Was? Ich habe keine Ahnung, was hier das Ziel ist.
1, 9, 4, 5, 6, 7. Oh Gott, sollte ich das Rätsel irgendwie verstehen? Oder fehlt mir da einfach der Code? Please input the code. Wir haben rote Zahlen, gelbe Zahlen und blaue Zahlen. Gibt's eine Möglichkeit, dass ich nur die blauen nehme? Nee, gibt's irgendwie gar nicht, glaube ich. Ha, dann weiß ich's nicht. Hi Marco. Ein Remake von Dino Crisis wäre mir lieber. Das fände ich auch sehr cool. Naja, ich habe vor kurzem mit der Resident Evil Reihe angefangen und ich muss sagen, dass die meisten davon echt cool sind bisher. Ja. Besonders der 7. Teil hat mir besonders gut gefallen wegen dem Horror-Feeling. Ja, die Reihe hat schon durchschnittlich sehr guten Track Record, da kann man gar nichts sagen. Es gab auf jeden Fall einen Hinweis für das Rätsel. Ich kann dir auch sagen, wo. Oh, wie, kannst du mir sagen, wie der Hinweis aussah? Das wäre mir gerade lieber, da muss ich nicht wieder irgendwo hinlaufen. Das kannst du noch nicht lösen, brauchst erst ein Item. Echt noch ein anderes Item? Ich finde das Spiel immer noch etwas leise. Ja, wie gesagt, ich kann leider echt nichts mehr machen mit der Lautstärke. Ich weiß nicht, woran das jetzt gerade liegt. Keine Ahnung, nee. Vielleicht ist das so ein... Wie viele Möglichkeiten gibt's? Ich glaube, viel zu viele. Ich könnte mal schnell gucken, ob auf dieser Karte irgendwo was steht vielleicht. Nee, das ist einfach nur eine Disk. Hiermit können Initiator und Stabilisator gebaut werden. Ah, wartet mal. Ich habe dieses eine Dokument noch irgendwo. Ich habe mir irgendwo, ich glaube, in meinem Skripte-Spickzettel oder so, in meinem Ideenzettel. Ja, guck mal. Okay, wartet mal. Ich habe mir hier Notizen gemacht. Dino Crisis Notizen. Erstens oben Hauptsteuer, zweitens B3 Initiator einsetzen, drittens Steuerfeld Nähe Initiator, viertens B2 Stabilisator, fünftens aktivieren, sechstens Steuerzentrale untere Ebene. Dann habe ich noch drei, ich habe zwei Codes hier, 31415 und 1281. Ich glaube, beide können nicht die richtigen sein, leider. Kann, glaube ich, leider nicht sein. Eins, es gibt nämlich, ich kann jede Zahl nur einmal benutzen. Ich habe da unten komischerweise so einen Lautstärkeregler, ne? Bip, 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 bip. Keine Ahnung. Der Hinweis ist nicht weit weg. Du hörst da quasi, welche Zahlen gedrückt werden. Aha, ist eine Tonaufzeichnung. Okay. Aber das ist ja voll schwer. Das ist ja voll schwer, finde ich. Was ist denn das hier? Ach so, ein Fenster. Okay. Na gut. Ah! Das hätte ich jetzt, da wäre ich nicht drauf gekommen, dass man das verschieben kann, tatsächlich, muss ich sagen. Haben wir nicht nur einen Stecker, sondern irgendeinen Schalter an der Wand. Ein kleines Bandgerät. Es scheint mir etwas auf dem Band zu sein. My only concern regarding the new generator is the stabilizer. It functions perfectly under nominal conditions, but it's still a problem under certain conditions. Look, with the generous budget, personnel and facilities at your disposal, shouldn't you be able to solve that problem? Once complete control can be established, we will literally have the power of a god at our disposal. And it will all be attainable if you cooperate with me. The power of a god. How could I refuse? Entschuldigung, ich habe mich stumm geschaltet. Wir hatten
Mitte, hoch, 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 Mitte, niedrig. Hört ihr das Spiel jetzt gerade lauter? Erstens, ist es zu laut? Zweitens, und hört ihr ein Echo? Das wären gerade wichtige Informationen für mich. Mir ist noch eine Sache eingefallen, wie wir es lauter machen könnten. Müsst ihr mir aber sagen, ob es so besser ist. Okay. Gut, schauen wir mal. Ach so, ja genau, die Planungsdisk. Benutzen. Let's go. Ich finde, es passt gut. Ist lauter ohne Echo. Ja, das Spiel ist lauter, perfekt, kein Echo. Wunderbar. Dann passt's. Dann machen wir es so. Jetzt wurde es lauter, nein, kein Echo. Cool. Dann bin ich happy, dann machen wir es halt so. Ist jetzt ein komischer Workaround, weil einmal kommt jetzt quasi der Sound über mein Mischpult und dann nochmal zusätzlich von meinem Desktop, was super komisch ist, aber Hauptsache es klappt. Whatever, let's go. Also, wir brauchen... Das war schon mal falsch. Können wir schon abbrechen? Moment, ich muss das nochmal hören. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja. Wartet mal, ich muss mir aufschreiben, was welchen Ton hat. Wartet mal. Also, eins. Eins ist hoch. Null ist mittel. Drei ist mittel. Wartet mal. 3, M und 2, hoch, 7 auch hoch, 2 hoch, 7 hoch, 8 niedrig, 8 niedrig, okay, so werde ich mir das jetzt entschlüsseln. 9 hoch, 4 niedrig, 9H, 4N, 5 hoch, 6 hoch, 5 hoch, 6 hoch. Okay. Und 7 haben wir schon, das müsste auch hoch sein. Das bleibt auch immer gleich anscheinend. Haben die Farben was damit zu tun? Warte mal kurz. 4 niedrig, 8 niedrig. Die Farben haben was damit zu tun. Sehr gut. Und dann ist 0 und 3 sind die einzigen, die hoch sind, oder? Nee, warte mal. Die mittel sind. Ja, okay, alles klar. Dann haben wir es. Dann brauchen wir quasi rot, blau, 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 rot, gelb. Rot, blau. Oh, wie mache ich das? Wir müssen auf jeden Fall zur 0 letztendlich. Das heißt 3, 6, 7, 2. Okay, ich glaube, ich hab's. Ja, tatatata. Sehr schön. So, bin gespannt, was uns das eingebracht hat. Das Rätsel. Oh, für Zusammenbau mit Schutzteil 1A und... Ah ja, cool. Das ist sogar... das war sogar eher zufällig jetzt. Das ist ja voll relevant für unsere Story gerade. Cool. Für Zusammenbau mit Schutzteil 2A und 2B. Dann speichere ich gleich mal. Ich glaube, du hast dein Auchi. Ich habe auch das Gefühl, Regina geht es nicht so gut gerade, aber gibt Schlimmeres. Hochsicherheit bedeutet, dass dieser Safe nicht genutzt wird. Gut. Na, guck, im Vorbeigehen. Ich dachte, das ist jetzt irgendwas Optionales oder so. Im Vorbeigehen haben wir das auch noch schnell gemacht. Hier, wunderbar.
Aber eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir da lang, oder? Ich finde den Raum hier vor allem sehr verwirrend, weil dieser Raum im Raum nicht angezeichnet ist. Naja. Ich höre schon wieder Dinos, aber ich bin richtig grundsätzlich. Okay. Gut, gut. Hi, Steve. Übrigens. Und Freedplay, hi. Auf jeden Fall schön zu sehen, dass du eins meiner liebsten Spiele aus meiner Jugend joggst. Viel Erfolg, dankeschön. Ich find's auch wirklich sehr cool. Hallo. Ich glaube, ich habe mich verlaufen, Dino. Darf ich wieder an dir vorbei? Danke. Warte mal, Sicherheitsstufe C, bin ich wirklich richtig oder bin ich jetzt wieder falsch gelaufen? Ich hatte ein bisschen ein Dino im Nackenproblem. Und ich dachte, die Schalterrätsel in Revelations sind schon anstrengend. Aber die mit Zahlencodes ist das noch nerviger. Ich fand das ganz nett. Ich mag die Rätsel in dem Spiel wirklich ganz gerne. Ich finde die ganz cool. Also ich kann mich da nicht beschweren. Bin ich jetzt richtig? Muss ich hier irgendwas machen? Das brauchst du nicht mehr. Ah, hier ist Sicherheitstür A. Okay, alles klar. Gut. Ich speichere mal lieber, bevor hier irgendwie was Schlimmes passiert. Schauen wir uns mal an, was hier los ist. Dieses Gerät setzt die Teile des Generators in der nötigen, schwerelosen Umgebung zusammen. Es scheint, als könnten die wichtigsten Teile des Generators hier zusammengesetzt werden. Dieses Gerät, bla bla bla, gleicher Text, alles klar. So, dann gucke ich hier nochmal kurz. Wird dazu benutzt, Einstellungen an den Maschinen vorzunehmen, die die Teile zusammensetzen. Wird dazu benutzt, bla bla bla, gleicher Text, dankeschön. Okay. Die Planungsdisk ist nötig, damit das Ding aufgeht. So, was bist du jetzt wieder Schönes? Wichtiges Teil. Schutzteil B2 aufgesammelt. Okay. Nun. Setze ich hier jetzt die Teile ein oder was? Objekt. Ups. Kernkomponente 2 nutzen. Ja, tatsächlich. Du kannst es nicht benutzen, da du nicht die richtige Anzahl an Teilen hast. Ah, dammit. Ich befürchte, wir müssen später nochmal hierher kommen, oder? Wir haben noch nicht alles. Ich habe Schutzteil 2b, Kernkomponente 1, Kernkomponente 2. Na gut, ich verstehe schon. Dann schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Wo waren wir denn noch nicht? Hier oben gibt es noch einige Bereiche, in denen wir noch nicht waren. Vielleicht müssen wir dahin. Das folgende Rätsel habe ich früher gehasst. Na wunderbar. Vor allem habe ich diese... Was? Vor allem hat mich diese Sprachnotiz mega an Resident Evil 5 erinnert. War ziemlich identisch. The power of a god. Tja. Ich wünschte, dass die aktuellen Resi-Spiele ein bisschen mehr aufs Überleben eingehen würden. Man könnte so viel Munition und Heilmittel, genau wie in Fallout. Man bekommt so viel Munition. Ich finde hinten raus, ne, man spielt, also mir geht es zumindest so, aber auch schon bei den Alten, nicht nur bei den Neuen, dass man hinten raus dann einfach sehr mächtig wird, weil man aber auch sehr sparsam vorgeht, am Anfang vor allem. Naja,
gut, keine Ahnung. Wir müssen anscheinend nochmal erkunden gehen. Das ist ein bisschen irreführend, weil mir sagt das Spiel quasi, hier ist der Zielbereich, wo ich hin soll. Und dann ist da überhaupt nicht der Zielbereich. Das finde ich ganz schön gemein. Wie komme ich denn jetzt am besten nach oben eigentlich? Mit dem Aufzug vielleicht. Ich versuch's mal. Keine Ahnung. Gehen wir nochmal. Regina, ich glaube, wir müssen später nochmal wiederkommen. Ich glaube, wir haben leider noch nicht alles, was wir brauchen. Schade, schade. Das hasse ich, wenn Spiele sowas machen, ne? Wenn sie einem eigentlich schon sagen, so von wegen, okay, es geht Richtung Finale, du hast es fast geschafft, aber dann wird man nochmal auf die große Schnitzeljagd geschickt. Bin ich kein Fan davon. Das Geräusch hier ist irgendwie unheimlich. Das klingt nicht maschinell. Das klingt, als würden ganz viele Leute machen. Okay, gehen wir lieber wieder. Hallo, Ralf. Genau. Dino Crisis, vielleicht Finale. Oh mein Gott, hallo. Wo haben wir uns denn da reingeseilt? Eieieiei. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz in den Raum, aber gehe gleich wieder raus, nur damit der Dino resettet wird und nicht schon im Aggro-Modus ist. Stimmt, wir können hier immer noch so einen Fingerabdruck-Scan machen, ne? Der aber irgendwie noch nie relevant war, oder? Das kommt bestimmt auch nochmal. Kater, bitte nicht auf die Tastatur legen, okay? Danke. Hallo, Dimax, wie geht's? Okay, let's go. Was? Zuerst musst du den Generator anwerfen? Was soll denn das Spiel? Ich bin doch da schon... Ich bin schon 100 Mal... Was ist denn das? Ich drück mal F3. Ich bin die Treppe schon 100 Mal runtergelaufen. Warum muss ich jetzt erst den Generator anwerfen? Was ist denn jetzt los? Come on. Das hat mich jetzt unvorbereitet erwischt, muss ich euch sagen. Prototypteile. Prototypteile. Dann muss ich doch irgendwie noch... Weiß ich jetzt... Jetzt weiß ich gerade nicht, was das Spiel von mir will, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Die Treppe können wir nicht runtergehen. Okay. Wo gehen wir dann hin? Was machen wir dann jetzt? Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Jetzt habe ich nämlich keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Da sind so viele Türen, die ich jetzt öffnen könnte. Das kann doch nicht sein. Hä? Kater, weißt du, was los ist? Kater weiß es auch nicht. Liegt da auf dem Schreibtisch. Du hast deine ID-Karte schon die Identität von Dr. Kirk. Hat deine ID-Karte schon die Identität von Dr. Kirk? Weiß ich gerade gar nicht. Hast du nicht eine To-Do-Liste gehabt beim letzten Mal? Ja, ja, schon, aber... Verstehe ich gerade nicht. Ich dachte, wir hätten das gemacht. Ich würde sagen, wir schauen jetzt wieder eine Stunde irgendwie ein Playthrough, ein Walkthrough. Und dann machen wir nochmal weiter. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Die hat schon die Fingerabdrücke und die Nummer. Haben wir die wirklich schon, den Fingerabdruck von Dr. Kirk, haben wir den genommen? Ich kann mich schon wieder nicht mehr erinnern, wisst ihr, das ist das Problem. Aber okay, wartet mal, gut, ja, dann mache ich das mal. An die Nummer kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber ich habe mir Nummern aufgeschrieben. Dann schaue ich mal, dass wir unsere Schlüsselkarte neu kalibrieren. Das hat mich jetzt gerade sehr aus dem Konzept geworfen, dass mir das Spiel auf einmal sagt, ich darf die Treppe nicht mehr benutzen. Deswegen muss ich jetzt gerade... Das hat alle meine Pläne sind gerade zerstört. Wir müssen uns erst wieder ein bisschen umgucken. Alle meine Träume vernichtet.
Ah! Oh mein Gott, die sind ganz schön schnell. Oh Gott, oh Gott. Okay. Von der blutigen Wand. Ja, es ist wirklich witzig. Das kommt mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, Leute. Ich kann mich noch erinnern, weil ich kam mir sehr schlau vor, ja. Dass ich da dran gedacht habe, das zu machen. Aber warte mal, ich laufe hier komplett falsch schon wieder. Wir müssen jetzt gar nicht in Kurz Privatlabor. Aber warte mal, jetzt muss ich mal was versuchen, weil die Treppe bleibt mir verwehrt. Aber kann ich einfach... Okay, ich teste mal schnell was. Kann ich durch die Tür da vorne gehen? Das ist aber das Problem, wenn eine ganze Woche dazwischen liegt, ne? Ich muss anfangen, auch für die Let's Plays, für die Bonusspieler Let's Plays zu machen. Weil wenn man nur ein, zwei Folgen im Verlauf der Woche aufnimmt, dann hilft einem das, dass man ein bisschen im Loop bleibt. Weil sonst ist alles so lange her und ich habe seitdem 5 andere Sachen gespielt und ich weiß wirklich nicht mehr, was los ist. Und das ist halt nicht optimal. Bei den Resident Evil Spielen ging es noch, weil die kenne ich ja grundsätzlich alle, auch wenn es länger her ist, aber da erinnert man sich schon. Aber hier jetzt Dino Crisis ist mir vollkommen unbekannt und da kann ich auch nicht irgendwelche Erinnerungen oder so abrufen. Das ist einfach doof. Gemeinheit. Naja, und bei euch so, was geht bei euch? Was macht ihr denn Weihnachten? Wir bleiben dieses Jahr Weihnachten zum ersten Mal zu Hause, haben wir beschlossen. Wir werden nicht zu irgendeiner Familie fahren oder so, sondern einfach daheim jetzt verbringen die Zeit. Wir werden dann nochmal einkaufen ordentlich. Christbaum ist schon gekauft. Dann machen wir es uns hier einfach gemütlich. Das ist, glaube ich, auch mal cool. Also muss ich quasi wirklich jetzt erst den Generator wieder anwerfen oder so? Ich dachte ehrlich gesagt, das mit dem Generator hätten wir schon hinter uns. Ich dachte, das ist nicht mehr interessant, weil jetzt baue ich irgendein Gerät zusammen und fertig. Aber okay. Muss wohl doch noch was gemacht werden. Schade. Schöne Grüße aus Ostfriesland. Hallo, schöne Grüße zurück. Hör mir öfter deine Lorecore zum Einschlafen an. Das freut mich. Schön. Ja, cool. Ich bin immer am Weihnachten bei meinem Vater. Wir schauen schöne Weihnachtsfilme und spielen abwechselnd Tomb Raider Custom Level. Ah, okay, das klingt natürlich sehr cool. Ich wollte deine Laserschranke anmachen. Es geht überhaupt nicht. Oh Gott, lauf. Nicht du, Karte. Du musst nicht laufen. So viel dazu, dass wir das heute noch durchspielen. Ich zweifle gerade ein bisschen.
Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Ich bin gespannt. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich weiß schon. Ich hab den Zettel auch hier, aber ich weiß nicht, ob mir die Infos irgendwas bringen dazu, ehrlich gesagt. Ich mach mir den gleich nochmal auf. Vor allem, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, welche Schritte ich schon gemacht habe und welche noch nicht. So, Daten-ID schreiben kann. Personalebene B2 und B3, allen Daten dieses Terminals, bla 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 bla, ID-Karte. So, jetzt pass auf. Objekte, ID-Karte nutzen. Initiiere Datenschreibequivalenz. Personalnummer. Jetzt wartet mal, ich habe hier das Dokument. Ich mache mir das mal hier unten hin. So, nein, nicht so groß. Damit ich euch noch lesen kann. Okay. Ich fahre zu meinen Eltern und werde die Feiertage da verbringen. Auch sehr cool. Okay, ich versuche jetzt einfach mal, weil ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier ein paar Codes aufgeschrieben, aber ohne irgendwelche Notizen natürlich. 31415. Personalnummer bestätigt. Fingerabdruckdateien eingegeben. Willst du den Fingerabdruck? Ja. Datenzugriff. Ja! Sektion 3 Energielaboratorium ID-Leiter Edward Kirk. Willst du die Daten überschreiben? Kartendaten wurden neu geschrieben. Okay, wir sind jetzt offiziell Dr. Kirk. Das ist wahrscheinlich schon mal gut. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was wir jetzt eigentlich mit der ID-Card machen, aber ich schätze mal, wir haben jetzt quasi maximalen Zugriff zu allem. Ist ein kleiner Fortschritt, speichere ich mal auf jeden Fall. Und ansonsten gucke ich mal nochmal schnell. Also jetzt passt auf. Erstens, oben Hauptsteuer. Okay. Zweitens, B3 Initiator einsetzen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Wir sind im B2. Aber welchen Initiator sollen wir wo einsetzen? Ich weiß es nicht. Drittens, Steuerfeld Nähe Initiator aus Ansaugstutzen. Viertens, B2 Stabilisator. Also, wir müssen irgendwie da runterkommen, aber irgendwie darf ich... Das verstehe ich jetzt aber wirklich nicht. Ich habe versucht, die Treppe zu nehmen und die Treppe sagt mir, nein, du musst erst den Reaktor wiederherstellen. Aber jetzt lese ich hier, dass ich erst nach B3 muss, um den Reaktor wiederherzustellen. Deswegen bin ich jetzt erstmal verwirrt. Du musst dir erstmal die Teile zusammenbauen, bevor du sie einsetzen kannst. Soll ich die im Menü kombinieren oder was? Nee, kann ich ja gar nicht. Für Zusammenbau mit A und B. Das ist das Kackrätsel. Ja, okay. Ich merk schon. Ich merke schon, warum das ein Kackrätsel ist. Ich gehe jetzt nochmal in den Assembling Room irgendwie, ne? Ich habe keine Ahnung, vielleicht, nee, wo du die zusammengesetzt hast, weißt du ja schon, aber dir fehlt noch Teil 1b oder so, ne? Genau, denke ich mir auch, aber wo ist das? Vor allem bin ich jetzt gerade verwirrt, weil ist irgendwie ein Teil aus meinem Inventar verschwunden? Ich hatte doch irgendwie das Schutzteil 1b oder so, oder nicht, oder? Wo ist denn das jetzt? Hallo? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Wir haben keinen Bug, der irgendwie das Spiel kaputt gemacht hat, oder? Das wäre ja doof. Hallo, Beefy. Oder habe ich das im Assembling Room gelassen? Danach bist du gestorben. Ja, ja, aber da habe ich neu geladen. Und ich habe gespeichert, nachdem wir uns das geholt haben. Oder?
Oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall irgendeins fehlt. Okay, ich gehe jetzt nochmal in den Assembling Room. Schauen wir uns den nochmal kurz an. Ich speichere schnell. So, let's go. Das artet ja hier in Arbeit aus heute. Meine Güte. Ich gehe den anderen Weg raus. Das macht viel mehr Sinn. Doch, über Quicksave habe ich geladen auch neu und auch gespeichert. Also auf jeden Fall nach dem einen Rätsel da. Ist ja wurscht. Ich gehe jetzt nochmal in den Assembling Room, weil das kann sein, dass ich das Teil noch nicht genommen habe. Aber dann fehlt immer noch eins, aber dann weiß ich wenigstens, welches fehlt. Ach, Dinosaurier, das ist jetzt auch gerade ungünstig. Ich will hier hoch nämlich, so. Durch den Kanaldeckel versteckt. Gemeinheit. Oh Gott, oh Gott. Hallo, Latango, falls ich noch nicht gesagt habe. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Wir sind hier gerade ein bisschen verwirrt und wissen nicht, wo es lang geht. Aber irgendwie werden wir schon irgendwann ans Ende kommen. Ich bin guter Dinge. Dinge passieren. Dinge passieren. Manchmal habe ich das Gefühl, wir schaffen ein bisschen Progression. Aber alles ist ein bisschen ziellos und so. Ich weiß nicht genau. Aber wir werden unseren Weg finden. Leb deinen Traum und so weiter. Wir schaffen das schon. Wir müssen nur an uns glauben, Chat. Bin schon auf das nächste Resident Evil Remake gespannt. Aber bis dahin muss ich unbedingt Resident Evil 4 fertig und vor allem Separate Ways, über das alle so viel geredet haben. Bin gespannt. Ja. Separate Ways ist super. Das ist ein sehr guter DLC geworden. Viel besser als das Original Separate Ways damals. Auf jeden Fall. Kann man schon sagen. So. Das sind verschiedene Speicherplätze. Genau, wir glauben an die Macht. An das Herz der Karten. Wir glauben an das Herz der Karten. Ach, guck, genau, das haben wir wirklich nicht rausgenommen. Okay, das ist schon mal gut. Ich habe mich doch nur verdrückt, Spiel, bitte. Bitte lass mich. Nutzen die wir die Planungsdisk. Und nehmen das Ding. Genau, Schutzteil 2b. Das ist schon mal gut. Ich speichere jetzt nochmal hier an der Stelle. Dann haben wir das nämlich schon mal hier. Okay. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch das Schutzteil 1b. Logischerweise. Und dann, glaube ich, hätten wir, glaube ich, schon alles, oder? Und jetzt google ich mal schnell. Ist jetzt blöd, dass es auf Deutsch ist, aber ich hoffe, wir finden trotzdem die Lösung. Dino Crisis Schutzteil 1. Ach so, warte mal, es gibt ja, weiß ich jetzt nicht. Es gibt wahrscheinlich viele, es gibt ja auch noch die A oder so. Vielleicht, ich weiß es nicht. Mist. Naja, wir haben hier The Protect P1B. Es gibt es auf jeden Fall. It can be assembled with Core Part 1. Bla bla bla. Construct the Stabilizer. Den müssen wir erst erschaffen. Alles klar. Das heißt, wir brauchen Protect P1A oder sowas. It can be assembled. It can be assembled. Hä? Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Wir haben Kernkomponente, im Englischen Core Part 1 und Protect Part 1b. Nee, Protect Part 1b fehlt uns. Genau. Und der kann aber hergestellt werden. Ach so, er kann aber auch gefunden werden.
The Stabilizer Design Room. Sind wir da nicht? Sind wir nicht im Stabilizer Design Room? Ich bin sehr verwirrt gerade, Leute. Oh mein Gott. Es ist wieder genau wie beim letzten Mal. Ich hab's befürchtet. Nee, wartet mal. Ganz ruhig bleiben. Wir schauen uns jetzt mal noch ein bisschen um. Der Stabilizer Design Room kommt mir nämlich bekannt vor. Ich werde jetzt einfach ein bisschen noch mal in die Räume gucken, in denen wir schon waren. Weil jetzt haben wir neue Schlüsselkarten, neue Möglichkeiten. Vielleicht habe ich nur irgendwas vergessen. Gucken wir uns einfach mal schnell hier so in dem Bereich in den anderen Räumen um. Wir werden es schon finden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich guck mal ins offizielle Lösungsbuch, was ich hier habe. Ja, perfekt, mach das gerne. Schauen wir mal. Halbe Elektriker-Ausbildung. Es ist aber ohne, also wirklich jetzt, das ist schon ein Spiel, das sollte man echt mit Zettel und Stift spielen. Das ist auch sehr viel rätsellastiger als das erste Resident Evil zum Beispiel. Oder grundsätzlich würde ich sagen, als die ganze Resident Evil-Reihe. Was ich ja ganz cool finde sogar, aber ich hab's nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ah, hier, Stabilisator-Entwurfsraum, ohne Scheiß. Ich glaube, das ist genau der Raum, wo ich anscheinend irgendwo noch was finden soll, angeblich. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Großen Simulator läuft eine Simulation. Planungsdisk wird benötigt und die haben wir jetzt eben. Die hatten wir vorher vielleicht noch nicht. Bedienen wir das Steuerfeld. Ich habe mir noch einen Code aufgeschrieben. Oder mehrere sogar. 1, 2, 8, 1. Nee, das war nicht der richtige. Wartet mal. Wo war's denn? Spinne ich jetzt? Hier, 0367. Versuchen wir das mal. 0367. Nichts. Dann weiß ich's auch nicht. 00367? Hä? Warte mal, das steht hier sogar im Wiki. Nichts. Was? Jetzt bin ich aber sehr verwirrt. Okay, keine Ahnung. 0204? Ich versuch den mal. Ah, ja stimmt. Dankeschön. Wo hast du den jetzt her? Okay, Schutzteil 2a haben wir jetzt bekommen. Und Schutzteil 1a. 0815. Ja, für den Sicherheitsmaßstab der Firma würde das Sinn machen. Ich speichere das mal. In der gelben Akte auf dem Tisch müsste der Code stehen. US-Version. Verschiedene Codes in verschiedenen Versionen. Nein, hau ab. Das ist natürlich interessant. Jetzt will ich da mal kurz reingucken. Okay, ich habe hier beim Durchscannen gerade keinen Code gesehen. Und eine 0 vor jede Zahl setzt. Ergeben sie. Aha, das ist wieder mit einem Rätsel verbunden. Na gut, okay. Okay, wir haben mehr Teile. Ich habe keine Ahnung, ob das alle Teile sind, die wir brauchen, aber ich gehe jetzt mal zurück zum Assembling Room und klicke mal wieder drauf und dann gucken wir mal, ob er wieder sagt, dass noch Teile fehlen oder ob wir jetzt alle haben. Ich bin gespannt. Komm schon, Regina, wir schaffen das. Gemeinsam schaffen wir das. Ich glaube an dich. Frag mich, ob ich doch den Kampfpfad hätte nehmen sollen. Statt den Rätselpfad. Eigentlich mag ich die Rätsel, ja, aber das ist gerade ein bisschen verwirrend. Ich habe überhaupt keine
Du brauchst 6 Teile. Okay, ich schaue jetzt mal, ob wir genug haben. Ansonsten müssen wir noch mal gucken. Ich glaube, ich habe leider nur 5, ne? Ich befürchte, ich habe nur 5. 1 fehlt noch. Aber das finden wir. Wir schaffen's. Welches Resident Evil würdest du spielen, falls genug Zeit bleibt? Hä? Ich verstehe die Frage nicht genau. Was meinst du jetzt? Mit wenn genug Zeit bleibt? Also wir spielen grundsätzlich alle Resident Evil Teile. Der Reihe nach. Auf jeden Fall. Okay, du kannst es nicht benutzen, da du nicht die richtige Anzahl der Teile hast. Okay. Dann lasst uns mal gucken. Wir haben Schutzteil 1a, Schutzteil 2a, Schutzteil 2b, aha, und Kernkomponenten 1 und 2. Ich vermute jetzt einfach mal, ne? Ich kombiniere, wir brauchen wahrscheinlich Schutzteil 1b. Also im Englischen Protecting Part 1b. Moment mal, haben wir nicht gerade 1b gefunden? Nee. Ich bin echt verwirrt. Das Wiki sagt mir nämlich, dass wir da, wo wir gerade waren, angeblich das 1b hätten finden müssen. Ah, es war nicht so. Du brauchst 6 Teile Schutz 1b. Und du musst den anderen Code auch benutzen. Du musst nochmal zum Raum zurück, wo du eben warst. Da gibt's 1b. Ja genau, sagt mir das Wiki auch. Aber haben wir da irgendwas schon wieder übersehen? Oh Mann, ey. Hey, ich weiß nicht, unter euch sind doch einige, die das tatsächlich als Kind gespielt haben, ne? Wie zur Hölle? Wie zur Hölle habt ihr das geschafft? Wahrscheinlich war es halt einfach sehr viel rumlaufen, sehr viel rumexperimentieren und vielleicht auch irgendwelche Guides in irgendwelchen Magazinen oder sowas, ne? Weil das gerade... Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Wie man das einfach so lösen soll. Gibt es die Holy Energies nur im Internet zu kaufen? Soweit ich weiß, ja. Soweit ich weiß, kann man die nur im Internet bestellen. Aber das hat auch den Vorteil, dass ihr nur im Internet natürlich die Rabattcodes benutzen könnt, da oben im Eck. Die könntet ihr im Laden natürlich nicht benutzen. Und davon hätten wir alle was, quasi. Ne? Ihr und ich. Die neuen Weihnachtssorten sind übrigens echt cool, ne? Ich habe euch die gestern eh schon gezeigt. Ich habe jetzt hier auch gerade wieder den Punsch noch ein bisschen, den Weihnachtspunschgeschmack, den Eistee. Und das ist schon lecker. Das ist schon lecker und sehr interessant und sehr weihnachtlich. Ich mag es, gerade für die Weihnachtszeit. Das ist so ein Wintergeschmack, so richtig. So wie ich vor allem im Sommer dieses Lime-Matcha echt gern mochte. Ich mag es immer noch. Ist das so die Quintessenz des Wintergeschmacks. Ich mag das auch sehr gerne. Ach, guck mal. Nein, hau ab. Das ist was, mit dem man interagieren kann. Oh, diese beiden Geräte scheinen nur Modelle zu sein. Ach so, sie haben keinen praktischen Nutzen. Na, dann vergesst, was ich gesagt habe. Schade. Ja, ich hab's verstanden, Spiel. Lass mich. Teile gleicher Art sind dort gelagert. Sie können sicher zu etwas zusammengesetzt werden. Okay.
Planungsdisk wird benötigt, um das Gerät zu bedienen. Hey, man muss wirklich alles anklicken. Ja. Und da brauchen wir jetzt wahrscheinlich den anderen Code, den ich hier irgendwo schon aufgeschrieben hatte, ne? Der wahrscheinlich auch der hier ist. 0367. Gott. Das Spiel macht mich fix und fertig gerade. Gib mir den Stuff endlich. Ich kann nicht mehr. So, Schutzteil 1b. Ich glaube, wir haben's. Gucken wir mal, was das Spiel jetzt noch für uns hat. Am grünen Tisch musst du noch den Code eingeben, ja. Okay, weiter geht's. Es macht mir trotzdem Spaß, wirklich gerade. Falls ich sehr frustriert wirke. Ich bin wirklich gerade echt erstaunt, wie schwierig das ist tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht. Aber letztendlich ist es einfach wirklich ein cooles Spiel. Ich mag's. Ich glaube, ich hätte das damals als Kind so irre gut gefunden. Laut Internetbeschreibung soll es die angeblich bei Rewe und Kaufland auch zu kaufen geben. Aha, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Keine Ahnung. Das kann ich euch gar nicht sagen. Davon weiß ich nichts. Aber kann gut sein, ne? Dass die da expandieren in den Einzelhandel. Aber weiß ich nicht. Okay, stopp, zurück, da müssen wir hin. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich speichere lieber mal, falls man hier was falsch machen kann. Hast es fast geschafft. Okay, ich halte durch. Ich bin stark. Wir schaffen das. Hey, aber das wird sich schon ein bisschen wie ein Achievement anfühlen, das durchgespielt zu haben. Ohne Witz. Die Teile zusammenbauen, die du hast. Ja, bitte. Stabilisator und Integrator-Montage. Assemble the Stabilizer. Muss ich was machen? Ah, da kommt was. Das war falsch. Error. Ich weiß nicht genau. Ich habe nicht mal verstanden, wie ich das drehe. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich muss mal gucken, wie die Steuerung hier funktioniert. Aha, ich hab's verstanden. Okay. Ist ein bisschen wobbelig und so, aber dann machen wir es jetzt mal so. Bam. Ist das ein Deckel, der so drauf kommt? Ich bin mir nicht sicher. Bam. Yeah, die weirdeste Assembling-Konsolen-Ding überhaupt, oder? Meine Güte. Ah! Oh! Okay. Ich war noch nicht bereit, Spiel. Oh Gott, ist das wobblig und weird. Oh Gott, ist das wobblig. Oh. Gott. Ja, hallo, das Äffchen. Das ist, glaube ich, ganz normal, ne? Nein, jetzt muss ich mit dem ersten wieder anfangen. Oh. Das erste kann man echt noch, ich kann es euch nur beschreiben, ne? Ihr könnt es nicht spüren. Aber das erste lässt sich noch einigermaßen vernünftig steuern. Aber das zweite reagiert sehr langsam und sehr zäh. Und weil, wisst ihr, noch lange nachdem ich gelenkt habe, fühlt sich mega weird an. Aber kriegen wir schon hin. Aber die Schwierigkeit ist hier wirklich, oh, das Lenken. Okay. Ah! Das hat so, oh Gott. Oh, das ist wie ein Urpendel, also keine Ahnung. Wie ein Urpendel, das man immer gegenhalten muss. Sobald, das wird auch noch immer schlimmer, sobald schon ein Teil dranhängt. Mein Gott, okay. Konzentration. Das ist noch super easy. Jetzt wird schon ein bisschen schwammiger, aber es geht noch. Jetzt wird schon sehr schwammig und dann ist es nur noch Katastrophe. Let's go. Okay. Vorsichtig. Okay. Gut.
Tick, 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 tick. Okay, 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 okay. Teil zur Stabilisierung der Steuerung des Generators. Gut, wir haben jetzt den Stabilisator. Hätten wir nicht zwei Teile bekommen sollen? Ich weiß es nicht, wird schon passen. Achso, kommt jetzt noch was. Okay, gut. Deine Optik macht dich noch sympathischer. Mag deinen Kanal wegen der Stimme, aber das Gesicht dazu richtig sympathisch. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Ich werde bestimmt ganz rot. Dieses Teil sagt dir zum Starten des Generators benötigte Energie. Okay, genau. Da müssen wir jetzt nur noch rausfinden, wo wir das wiederum einsetzen, ne? Und da habe ich mir zum Glück, ich speichere mal kurz, da habe ich mir zum Glück ja die Notizen gemacht. B3, Initiator einsetzen. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen verwirrt, weil im B3 dürfen wir nicht gehen. Da sagt das Spiel, halt, stopp, erst den Generator starten. Aber wie soll ich denn erst den Generator starten, wenn ich in B3 das einsetzen muss? Das verwirrt mich gerade sehr stark. Wirklich. Vielleicht darf ich jetzt runter. Ich versuch's mal, ob ich jetzt die Treppe runtergehen darf. Ich weiß es nicht. Was sagt denn der Guide, Vampire Girl, zu der Sache? Was mache ich denn jetzt damit? Das Zusammenbauen habe ich immer gehasst. Ja, kann ich verstehen. Hallo, Dokai, wie geht's? Ich fand es jetzt nicht mega schlimm, ne? Man darf es ja so oft wieder versuchen, wie man will, aber der letzte Part ist schon sehr schwammig und sehr wobblig, sehr komisch. Fühlt sich mega weird an. Nein, Dinosaurier, warte! Oh, kannst mich doch nicht einfach töten. Zum Glück habe ich gerade gespeichert. Hallo, bärtige Mutti. Willkommen. Genau, der Fahrstuhl, an den habe ich auch gedacht, aber ich habe den nicht gefunden. Ich habe vorher nach dem Fahrstuhl gesucht und habe ihn nicht gefunden. Irgendwo ist der bestimmt, keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken zur Not. Ich würde jetzt erstmal die Treppe versuchen, ob es mir da wieder sagt, nee, erst Generator reparieren. Und dann versuchen wir den Fahrstuhl nochmal. Dann suche ich den Fahrstuhl nochmal, besser gesagt. So, Dinosaurier, jetzt bitte beiß mich nicht. Ich will hier nur in den Kanal kriechen. Ich muss daran denken, dass auf der anderen Seite des Kanals gleich wieder ein Dinosaurier sitzt. Da hinten. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann in der kleinen Cam, aber da hinten auf dem Holy Adventskalender, da sitzt der Landkalmar und wartet. Ist nur kein Vogel zum Reiten. Der ist aktuell ein Kalenderreiter. Moment, ich lese schon. Ey, das ist voll so, weißt du, so Kommandozentrale mäßig. Weißt du, was ich meine? Jeder Geheimagent hat doch immer so eine Person, so einen Otterkon, ne? Ja, nee. Ich lag gleich nochmal neu. Also die Treppe dürfen wir nicht runtergehen. Dritter Energiebereich B2. Dann da, wo die gelbe Mappe liegt. Ich weiß jetzt nicht, wo der dritte Energiebereich im B2 ist. Man kann sich ja da auch nichts Detaillierteres anzeigen lassen, oder? Nee. Aber ich glaube, ich weiß schon ungefähr, was gemeint ist. Da, wo dieser ganze Reaktor und so weiter ist. Gucken wir mal. Okay. Ich könnte Regina auch mal heilen, oder? Aber andererseits, nee, passt schon. Schieben wir uns die Heilmittel auf. Wenn ich jetzt hier durch den Schacht gehe und dann durch den Speicherraum, ich glaube, ich laufe den... Oder? Ich glaube, das ist... Nee. Ich habe keine Ahnung. Nee, weil ich die Treppe nicht runtergehen darf, gehen wir zu Fuß durch. Alles klar. Autsch. Zum Glück habe ich gerade noch mal gespeichert. Oh.
Warum komme ich denn an dem nicht mehr vorbei, Dino? Was ist denn mit dir los plötzlich? Blockiert hier alles. Zuschauerserie erreicht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ach doch, Scorpion Dragon. Du bist jetzt zum 5. Mal in Folge dabei, ohne dass du einen Stream verpasst hast. Nice. Moment mal, hier sind 2 von euch. Oh mein Gott. Wir müssen Regina jetzt dann sowas von heilen, wenn wir da drin sind. Schade, gibt's leider nicht. Also doch bestellen. Ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr bestellt und meine Codes benutzt. Ich finde das sehr, sehr gut. Wenn ihr die zu einem coolen Preis im Laden findet, ne, dann greift natürlich zu, ist eh ganz klar. Aber ich finde es gar nicht schlimm. Gucken wir mal. Wir haben bestimmt... Ich habe ein bisschen Heilung eingepackt, ne, beim letzten Mal. Ja, wir haben genug. Mann, ich muss gar nicht so sparsam sein. So, einfach rennen. Nein, Regina, wir lassen uns nicht von einem Dinosaurier essen. Schluss jetzt. Schluss jetzt. Hey, ich habe jetzt aus Interesse wegen Dino Crisis tatsächlich angefangen, Exoprimal heißt, oder? Ach, wie heißt's denn? Dieses Capcom-Dinosaurier-Spiel, das die da released haben. Und das ist irgendwie ganz nett. Aber auch nicht besonders gut, so ehrlich gesagt. Aber es ist schon ganz nett für ein paar Runden. Aber dass das so unverschämt... Diese eine Figur, die da vorkommt, in diesem Capcom-Dinosaurier-Spiel, sieht so Regina ähnlich. Das ist einfach wirklich nur eine Riesenverarsche von jedem Dino Crisis-Fan ist. Wenn ich Dino Crisis-Fan wäre, ich wäre richtig sauer auf Capcom für dieses Spiel, für dieses Exoprimal, ohne Witz. Ohne Witz. Furchtbar. Richtig gemein. Okay, hier liegt eine gelbe Mappe. Terminal bedienen. Das kennen wir ja, glaube ich, schon, ne? Da muss ich jetzt erst irgendwie was machen, bevor wir dahin gehen. Glaube ich eigentlich. Ach so. Soll ich das jetzt hier machen oder wo? Nee. Moment, kann ich jetzt etwa? Jetzt kann ich in den B3-Bereich, oder? B3-Initiator einsetzen. Oben Hauptsteuer. Mhm, das könnte sein. Das könnte sein. Und das ist vielleicht sogar der Aufzug, der mich runterbringt. Zuerst musst du den Generator aktivieren. Ich dachte, das hätte ich gerade getan. Um Gottes Willen, Spiel. Was willst du von mir? Ich dachte, genau das habe ich gerade gemacht. Unverschämtheit. Keine Reaktion. Ich verstehe das nicht. Vielleicht, wenn ich oft genug im Kreis laufe, erzeuge ich einen Vortex und die wichtigen Schlüssel-Items werden einfach zu mir gesaugt. Aber Gott sei Dank gibt es auch eine Alternative zu Holy. Nein, gibt es nicht. Sag sowas nicht. Das ist Blasphemie und ich möchte sowas in meinem Stream nicht mehr hören.
kugelsicheres Glas aus Flüssigkristall. Man kann nicht hindurchsehen, da es momentan im Rauchmodus ist. Okay, auch interessant. Oben kannst du die Teile einsetzen. Beim Generator sind ja die Fächer dazu. Beim Generator oben gibt es Fächer. Okay. Was ist denn das, was ich da gelesen habe? Warum habe ich denn da in irgendeinem Dokument gelesen, dass ich im B3 den Initiator einsetzen soll und dann einen Ansaugstutzen in der Nähe und dann... Was ist denn das? Was habe ich denn da überhaupt gelesen? Was zur Hölle? Also hier nicht. Oder habe ich das schon gemacht oder so? Ich weiß es nicht. Ich bin komplett lost einfach. Doch komm auf die dunkle Seite der Energy. Niemals. Terminals den Generator überwachen, wenn er arbeitet. Aber das sind Türen. Das sind nicht die Kammern. Ich verstehe es nicht. Beim Generator oben. Fächer. Oh Gott, oh Gott. Das hat mich gerade sehr erschrocken. Damit habe ich nicht gerechnet. Beim Generator oben gibt es Fächer. Die Infos sind ja auch richtig, aber du bist im falschen Raum. Ja, aber die Infos sagen mir, dass ich jetzt nach B3 gehen soll. Aber ich kann nicht nach B3 gehen. Bevor ich das hier nicht gemacht habe. Oder ich habe das in B3 schon gemacht und kann mich nur nicht mehr erinnern. Hey, aber ich finde die Fächer nicht. Ich weiß nicht, was mit den Fächern gemeint ist, wo ich irgendwas einsetzen soll. Oben hast du gesagt, nicht unten. Aber oben sind keine Fächer. Ich weiß nicht, ob Energy bei mir so viel Sinn macht. Ich trinke ja sowieso Kaffee. Also ich trinke schon auch die Holy Energy Drinks, weil ich die schon ganz gut finde. Und tatsächlich entscheide ich das auch manchmal so, manchmal so. Mal ist mir ein Kaffee morgens lieber, mal trinke ich lieber einen Energy Drink noch. Das entscheide ich ganz spontan. Aber die Eistees vor allem, die finde ich persönlich eben sehr, sehr lecker. Und von denen trinke ich auch wirklich relativ viel zurzeit. Okay, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit im Kreis laufe, muss ich einfach mal ein bisschen in irgendwelche Türen reingucken und so. Hier ist gerade ein Dinosaurier gespawnt. Da ist auch nichts. Aber ich weiß nicht, ob wir in der Tür schon drin waren. Ich gehe mal da rein. Was weiß denn ich? Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ah, guck mal, hier leuchtet jetzt was grün, das vorher nicht grün war, auf jeden Fall. Und jetzt öffnet sich was. Alles klar, ich glaube, ich habe es gefunden. Stabilisator. Eingesetzt. Genau, es kann schon sein, in dem Dokument steht nämlich Initiator in B3 und das habe ich vielleicht schon gemacht. Stabilisator B2. Fünftens, aktivieren. Okay, nee, das noch nicht aktivieren. Soll ich noch den anderen einsetzen hier vielleicht? Der Stabilisator ist bereits an Ort und Stelle. Okay. Steuerfeld näher in Initiator. Okay, B2 Stabilisator aktivieren. Ha, nee, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, wo wir den anderen noch reinmachen.
Das ist nix. Ah, okay, ja, ich drücke hier mal noch einen Knopf. Oh! Und jetzt fahren wir nach B3. Endlich komme ich nach B3. Dankeschön, endlich. Verlass endlich den Raum. Ja, sag doch was, um Gottes Willen. Ich laufe da fünfmal im Kreis und warte immer auf Informationen. So, jetzt sind wir zwar unten, aber ich weiß nicht, ob es von hier aus, ob ich irgendwo hin kann überhaupt. Gucken wir mal. Wir lassen uns von der Macht leiten. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache und was los ist, aber ich schaue einfach mal. Die Macht findet einen Weg. Nee, warte mal, das Leben findet einen Weg. Die Macht umgibt uns, durchdringt uns und hält das Universum zusammen. Und ich glaube, ich bin richtig, Gott sei Dank. Yes! Jetzt verstehe ich das, ey, die Information in dem Dokument hat mich so verwirrt, weil da steht immer B3 Initiator einsetzen. Und ich dachte mir, ja, ich komme nicht nach B3. Ich weiß nicht, was du von mir willst. B3 gibt's nicht, ist verboten. Das Spiel sagt mir, ich darf nicht nach B3 gehen. Und tatsächlich für dieser eine Aufzug in den geschlossenen Raum in B3, der auch anders nicht zugänglich ist. Woher soll ich denn das um Himmels Willen wissen? Woher, Spiel? Aber okay. Wir haben es jetzt nach langem Hin- und Herlaufen und Suchen und Hoffen und Beten und ein bisschen Weinen, haben wir es geschafft. Initiator und Stabilisator sind an Ort und Stelle. Und jetzt gehe ich wieder hoch und stabilisiere das Ganze. Und dann muss ich noch mein Steuerzentrum untere Ebene und dann kann ich, glaube ich, das Ganze beenden. Oh Gott. Sie wirkt glücklich. Sie wirkt entspannt. Dann ist gut. Hauptsache, ihr geht's gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir schon so weit sind, dass ich hier das mache. Hey! Das Knuddel! Dankeschön, das Knuddel, für die 100 Bits. Freut mich sehr, das ist sehr nett von dir. Und danke für den Applaus, das Äffchen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, leider. Irgendwas anderes muss ich noch irgendwo machen. Ich habe leider mir nur aufgeschrieben, fünftens, aktivieren. Ha. Blöd. Ja, Ansaug. Wisst ihr was? Ich muss vielleicht nochmal runter. Ich habe hier noch stehen drittens, das habe ich in der falschen Reihenfolge gemacht, Steuerfeld Nähe Initiator Ansaugstutzen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Aber schauen wir noch mal, ob unten irgendwo ein Steuerfeld ist, mit dem ich irgendwas mit einem Ansaugstutzen machen kann. Ich habe keine Ahnung. Ja, noch nicht ganz am Ende. Ich habe es zuletzt auf dem Dreamcast gespielt. Ich habe ja alles vergessen. Ja, das gibt bei mir auch sehr schnell. Gerade so Details. Okay, warte, ich speichere mal zwischendurch. Wenn jetzt irgendwie ein T-Rex kommt und uns instant killt, dann bin ich traurig. Ich freue mich schon sehr auf die Fallout TV-Serie. Genau, ich bin genau deswegen, wie du schreibst, sehr gespannt, weil die ja offiziell zum Kanon gehören soll, ne? Ich mal gucken. Bin sehr gespannt, wie die das machen und ob das irgendwie sinnvoll und cool gemacht wird oder... Hey, was haben wir denn da? Ein Stecker. Ich mache mir jetzt aktuell noch keine Sorgen oder so, aber ich bin wirklich gespannt. Das Steuerfeld. Dritter Energiegenerator aktiviert. Bedienen. Tada. Der Ansaugstutzen. Da kommt er. Hurra. Preiset den Ansaugstutzen. Auf dass er die Energie ansauge. Cool.
Ich muss einfach dauernd an diesen Loriot-Sketch mit dem Staubsaugervertreter denken bei diesem Rätsel. Aber der Ansaugstutzen ist jetzt schon mal in der Ansaugnut. Ja, jetzt fahren wir hoch und drücken oben nochmal den Knopf. Und dann schauen wir mal. Hast du eigentlich Fallout 4 Collector's Edition? Nee, ich habe tatsächlich so gut wie keine Collector's Edition. Ich habe in meinem ganzen Leben oder so vielleicht 4 Collector's Editions gekauft. Oder nicht mal, ohne Witz, nicht mal. Ich hätte mir eine von Resident Evil 4 Remake gekauft, aber da habe ich keine mehr bekommen. Aber ich bin da irgendwie gar nicht so scharf drauf, das passt schon. Ich glaube, wir haben es fast geschafft, Leute. Wir haben es fast geschafft. Ich bin so glücklich. Guckt euch diese wunderschönen Ansaugstutzen an. Wie sie in die Absaugnut fahren. Der Blubbergenerator ist auch schon bereit. Ich speichere. Falls jetzt irgendwas Zeitkritisches kommt. Sammelst du die auch so von wegen Wertgewinn oder so, dass die noch original verpackt ist? Here goes. Just remember there's no turning back once it overloads. Then we won't look back. Crack that sucker and go out with a boom. Danger. Generator has surpassed the safety ground. There is engine overload in progress. All for staff, evacuate. Wir sind kein Personal, wir sind Geheimagenten. Müssen wir auch evakuiert werden oder dürfen wir da bleiben? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Shake, shake, shake. Shake your level. The ceiling! Move it! Oh nein, hat er sich jetzt geopfert, um Dr. Kirk das Leben zu retten? Ich dachte die ganze Zeit, der ist der Böse. Wirklich. Ich dachte, der verrät uns. What's the point in saving me now, Betty? Ja, das stimmt irgendwie. Ich muss Dr. Kirk recht geben. Hatte ich mir damals selber gekauft. Aber geschenkt bekommen. Ah, okay. Alles klar. Aufregende Musik. Was macht, wie kommt eigentlich Dr. Kirk an den ganzen Dinosauriern vorbei? Das würde mich interessieren. Okay. Ja, ich weiß nicht so recht. Get Kirk. Hurry. Take it easy, Gale. No. Take this. Tag them. With transmitter. Gale. Gale. Kann benutzt werden, um Dr. Kirk zu finden. Na gut, okay. Vor allem der große Knaller war ja, wie sie die Bruderschaft beschrieben haben und wie sie... haben sogar die Priden recycelt.
Das ist so faul und dämlich. Und natürlich dürfte er auf Megaton darunter leiden, dass sie ihn Philly umbenannt. Ich weine um diese Franchise. Na, ich bin gespannt. Warten wir mal ab. Aber das klingt schon mal weird, was du da schreibst, auf jeden Fall. Ich habe mich ehrlich gesagt mit der Serie noch nicht beschäftigt. Ich lasse es auf mich zukommen. Kann mich immer noch drüber ärgern, wenn es zu weit ist. Okay, jetzt aber. Jetzt dürfen wir hoffentlich die Treppe runtergehen. Oder vielleicht sogar den Aufzug benutzen. Ja, nächsten Dienstag wahrscheinlich, Mittwoch. Geht's schon nach Silent Hill. Okay, good. Gail, what happened to him? I don't know, but Kirk's gone. I'm gonna kill him! This is it. All that's left is our escape. Let's go. Let's go. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wo der Wubbelraum war. It's a miracle we're still alive at this point. Forget about it. Don't forget the mission. You're not here to babysit. Sorry, but I have a conscience. I'm taking you back now. No. You two get going. I'm going after Kirk. What? You're insane! Don't you remember our situation? The third energy can't be controlled anymore. Staying here any longer is suicide! I know. I'm not back in 30 minutes. You two make your escape without me. Hey! Do something! Oh Gott, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich hab's befürchtet. Bis jetzt war es immer so, dass ich gesagt habe, Rick's Idee ist definitiv die bessere. Aber jetzt gerade weiß ich nicht, ob ich nicht auf Gale-Seite sein soll. Die Mission fortführen und Dr. Kirk. Wer weiß, was Dr. Kirk macht, wenn wir ihn nicht finden. Er ist crazy und komplett bescheuert und ein absoluter Psycho. Und ist jetzt auf freiem Fuß und wer weiß, was für schlimme Sache der noch tut, wenn wir ihn nicht kriegen, ne? Mission ignorieren und den Kameraden stoppen. Ah, ich glaube, wir machen's. Die LSD-Tür, ja genau, die hat sich jetzt ent-LSD-lisiert. Okay. Ich glaube, wir machen diesmal zum ersten Mal das, was Gail sagt. Kirk must be after the stabilizer. Why'd you let him go? I'm finally beginning to understand him. He's a professional, first and foremost. It's the only way he operates. You're right. And it's up to me to do my part as well. I'll make sure everything's ready to go as soon as you get back. Leider sitzt der Kater jetzt gerade vom Bildschirm und ich sehe überhaupt nichts mehr. Kater, können wir das irgendwie anders arrangieren? Okay, let's go. Ich habe Kirk sterben lassen. Ja, aber stirbt er wirklich? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Wirklich. Wenn er meint, er bleibt hier und stirbt, wäre alles okay für mich. Aber ich habe die Befürchtung, dass er eben vielleicht nicht stirbt. Und dann haben wir den Salat. Carter, come on. Das geht jetzt nicht. Du musst jetzt echt mal weg hier, leider. Ich muss noch schnell hier das Dinosaurier-Spiel durchspielen. Dann gucken wir mal. Dann habe ich Zeit für den Carter. Katze in der Cutscene. Eine Cutscene. Okay. Wo ist die passende Taste dafür?
Das war sie. Okay. Oder vielleicht auch die hier, wartet. Nee. 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 Keine Ahnung. Ah, das war's. Naja, okay. Kam ein bisschen zu spät jetzt, ne? Okay, ich speichere mal. Carter, es geht wirklich bitte nicht. Oh Gott, Katzen, ey. So, wo, was ist jetzt los hier? Ich muss mich kurz orientieren. Also wirklich. Okay, das sieht schon ganz richtig aus, glaube ich, was wir jetzt hier machen. Als was arbeitest du denn? Geht die Frage an mich. Ich arbeite hauptberuflich als Content Creator. Wirklich. Sonst nichts. Ich schätze mal, das ist jetzt hier so eine Art Aufzug oder so. Also so ein Liftings-Dingens. Ein Multiplier. Lass uns mal schnell gucken, ob wir irgendwas kombinieren können. Ich verdrück mich dauernd. Das ist so verwirrend, weil es den Zurückknopf und den ganz rausknopf gibt. Ah doch. Ach, man geht da in so eine Kabine. Ich verstehe. Da habe ich gerade überhaupt nicht gecheckt, was das darstellen soll. Alles klar. So dramatisch Musik und verwirrend und laut. Der offizielle Lore-Hüter, genau. Der Lost Wit. Der Soundtrack ist super. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen viel gerade. Die hätten ein bisschen einen Gang runterschrauben können. Oh Gott, das war gerade aber echt gemein, ey. Wir waren quasi noch in der Cutscene. Und schon kriegt man aufs Maul. Oh, Gott sei Dank, es ist gerade ein bisschen Entspannung hier. Hui, danke. You got your man, Gale. You're not one to forget a grudge, are you? Come on, let's go. Das mit dem Soundfall ist ganz komisch, ne? Dass die immer zu früh angefangen werden. Disc. It contains all the information on the third energy, including the details on how to use it as a weapon. Once we deliver this disc to our government, our real mission will be complete. Mega weird. Just as I suspected. What do you mean, our real mission? Our mission is to take back Dr. Kirk. That was the official lie they fed you. Your boss only wanted the data from the very beginning. What are you talking about? Don't you get it, girl? It's so obvious. The government doesn't want me. They want the third energy. They want this weapon all to themselves. And this whole mission was a front from the very beginning. Our
Our government knew that Kirk's project had to be some type of weapon. I mean, just think about it. A staged accidental death. Political asylum. A secret non-weapon project at a hidden military base. And you know how this country has always been famous for developing new weapons in secret. Our government knew that there was a new weapon, and they wanted it. Our real mission was to ascertain all information on the weapon, so that only our country can exploit it. Dr. Kirk's just a bonus. I can't believe it. Ha! You naively called me a devil before. But if you think about it, you know who the true devil is. I don't understand, Gale. Why didn't you tell us? I can only guess that the two of you were too clean to be trusted by the top brass. And what about you? I didn't want to put either of you in danger. What you didn't know couldn't hurt you. This has all been quite enlightening, but can we go now? You're right. Let's go, Gale. Ich habe den unendlichen Katzengenerator entdeckt. Das nimmt kein Ende. Okay, wir haben die Disk mit der dritten Energie als Waffe und so weiter. Bla bla bla. Kommt jetzt Dr. Kirk automatisch mit? Oder bin ich gespannt, was jetzt passiert. Er wird wahrscheinlich gleich von einem Dinosaurier gefressen. Ich speichere mal. Gale hat's erwischt. Er ist für sein Land gestorben. Für das korrupte, bösartige Arschland. Das nicht näher genannt wird. Wahrscheinlich ist es die USA. Where's Gale? Let's go then. Ich verstehe, die gehen jetzt vor in der Cutscene. Wo muss ich jetzt hin? Gehe ich jetzt nochmal den gleichen Weg, den wir gerade gegangen sind, nur mit einer anderen Abzweigung wahrscheinlich, oder? Nee. Okay. Ich weiß, ich habe das schon zweimal gesagt, glaube ich, in den letzten 6 Stunden. Aber jetzt fühlt es sich schon langsam nach Finale an. Again, schon wieder. Ah, schauen wir mal. Wo laufe ich denn hin? Ich bin da ganz verwirrt. Ah, tatsächlich in ein neues Gebiet, wo wir noch nicht waren. Na gut, ich bin gespannt. Ich benutze mal den Multiplier, den wir haben, weil wir können dann noch einen aufheben. Nein, ich kann den mit nix benutzen, den Multiplier. Was? Hä? Das finde ich gerade irgendwie verwirrend oder so. Okay, dann gehen wir weiter. Was weiß denn ich? Ohne Spoiler, aber hol die Granatenpistole. Zu spät, befürchte ich. Schaffen wir schon. Hoffe ich. What? Der T-Rex ist tot? Das ist irgendwie ein geiler Twist, mit dem ich nicht gerechnet habe. Was hat ihn getötet? Ey, das ist ja richtig gut. Meine Güte. Das erzeugt jetzt natürlich Spannung, ne? Was könnte es fertigbringen? Dieses gigantische Raubtier, das uns schon die ganze Zeit nachrennt und nervt und so zu töten. Jetzt habe ich Angst. Oh Gott. Ich hoffe, es ist nicht einfach so ein blöder Jurassic Park 3 Spinosaurus. Das wäre lame. Aber ansonsten... Uiuiui. Heilmittel, ich kann leider nichts mehr nehmen. Okay, Granatenpistole habe ich und so. Es ist alles gut. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Ich speichere mal. Jetzt gibt es kein Zurück. Okay.
Das finde ich ja gerade echt einen sehr guten Plot-Twist, dass jetzt hier der T-Rex tot rumliegt. Meine Güte. Ach, schade. Es ist langweiliger, als ich dachte. Er lebt einfach doch noch. Ah, langweilig. Hovercraft-Schuppen. Vielleicht wird es eine riesige Katze, die sich auf den Schoß hocken will. Das ist sowieso immer der Endboss bei mir. Das ist eh ganz klar. Aber was kommt danach zusätzlich obendrauf? Das ist die Frage. Glaube ich. Okay. Hi, Resi Gamer, wie geht's? Gut, dann würde ich sagen, speichere ich nochmal. Und dann kommt wahrscheinlich der letzte Boss. Unterwasser-Turbodüsen-Chat-T-Rex. Let's go. Dass die mir nur eine gelbe Box da in das Luftkistenboot setzen, ist gemein, finde ich. Warum keine rote und keine grüne? Warum kann der so schnell schwimmen? Was ist das? Was ist das? Hat der sein eigenes kleines Boot, oder? Wie soll ich mir das vorstellen? Paddelt der so schnell mit seinen kleinen Ärmchen? Ich weiß wirklich nicht. Guck dir das an, was ist das? Und wie soll das funktionieren? Ich versteh's nicht. Ich find's irgendwie ein bisschen lustig gerade. Ich meine, guckt euch das an, für das Tempo muss der wirklich mit seinem Beinchen ganz schnell paddeln gerade. Das war in die falsche Richtung, du Trottel. Achso, gut. Das war aber leicht.
Der kleine Paddel-Turbo-Dino im Wasser hat nur ein paar Granaten eingesteckt. Mal gucken, ob es das überhaupt schon war, aber das fand ich gerade irgendwie ein bisschen sehr komisch. Ich weiß es nicht. Vielleicht war auch einfach das Schiff sehr viel langsamer, als es aussah oder so. Oh nein, er schwimmt immer noch rum. Das wissen die wenigstens, dass T-Rex ganz hervorragende Schwimmer waren. Waren eigentlich Meeresjäger hauptsächlich. Die sind nur manchmal an Land gegangen. Zum Koten. Ich streame über Streamlabs. Aber so schnell. Der läuft so schnell durchs Wasser. Ich weiß ja nicht. Dankeschön, das Knuddel. Dankeschön für die Bets und für die Glückwünsche. Das war ein Finale. Oh, Leute. Ich bin gleichzeitig erleichtert, dass wir es jetzt durchgespielt haben. Weil an manchen Stellen hat mich das Spiel genervt, ich sag's euch ganz ehrlich. Aber an anderen Stellen habe ich das Spiel geliebt und find's ganz großartig. Ich bin froh, dass ich's jetzt nachgeholt habe, dass ich's doch noch gespielt habe, dass ich's jetzt auch wertschätzen kann. Ich wünschte echt, ich hätte es damals zu seiner Zeit gespielt. Ich hätte es brutal geliebt, glaube ich. Ich find's heute noch cool. Aber ein, zwei Rätselpassagen in dem Spiel, holy shit. Holy shit. Jetzt No-Weapon-Speedrun. Hey, es war fast ein No-Weapon-Speedrun. Ich habe, glaube ich, ungefähr 3 Dinosaurier getötet, das ganze Spiel, oder? Okay, ein Speedrun war es nicht wirklich. Aber ich stelle mir in dem Spiel tatsächlich einen No-Weapon-Speedrun gar nicht so schwer vor, weil man muss echt nie kämpfen. Es macht in den seltensten Fällen Sinn zu kämpfen. Wenn man in einem Raum ist und den erkunden will und dann kommt ein Dino rein, dann macht es Sinn, gegen den zu kämpfen. Aber die meisten Dinos sind immer in irgendwelchen Gängen, wo man eh nur einmal kurz durchläuft. Und in der Regel kann man den ganz gut ausweichen. Finde ich sehr viel leichter, als jetzt zum Beispiel in Resident Evil 1 und 2 den Zombies auszuweichen. Finde ich es den Dinos auszuweichen. Die man gerade gesehen hat mit den längeren Ärmchen, die in Wirklichkeit eher so Vögel waren, die sind doch die schwersten zum Umlaufen, weil die haben irgendwie so schnelle Attacken mit ihren Armen. Aber alle anderen waren easy. Dann kommt der Turbo-Paddel-Dino. Auf den muss man halt dann schießen, ne? Ja. Das freut mich, Dramdorn. Sehr gut. Ja, insgesamt hat es mir auch echt Spaß gemacht. Ein super cooles Spiel. Wie gesagt, ne? Es gab Stellen, die haben mich schwer gefrustet. Holy shit. Aber das überschattet nicht, dass das Spiel schon insgesamt immer noch echt auch cool ist. Cooles Survival-Horror-Spiel. Hey, und ich hab Bock, dass wir uns den zweiten Teil anschauen. Soll ich den zweiten Teil auf die Bonusliste irgendwann mal setzen? Ich glaub schon, oder? Jetzt auf jeden Fall geht es jetzt erstmal ab nach Silent Hill nächste Woche. Aber Dino Crisis 2 würde ich mir gerne noch anschauen. Ich glaube, den dritten können wir lassen, aber zweiter wäre schon interessant. The final report of Operation Dr. Kirk. Agent name Regina. Dr. Kirk. Status recaptured. We have recaptured Dr. Kirk. Who is currently negotiating future experiments with the military high command. Hey, Imperator. Status. Deceased. Jetzt kriegen wir quasi unser persönliches Ende. Gale had to sacrifice himself in order to protect the target. Rick. Status. Alive. Rick is currently analyzing the data that was recovered from Ibis Island. Regina. Status. Alive. As for myself, I'm ready to begin my next assignment. Tara. Status. Deceased.
Wer ist Tom? Den habe ich vergessen anscheinend. Cooper. Status unknown. Cooper auch noch? Cooper at the beginning of the mission and have not heard from him since then. Disc. Status recovered. The military R&D department is currently analyzing its contents. Mission complete. Anscheinend hätte es noch optionale Missionsziele gegeben, so wie Cooper wiederfinden und sowas, ne? Ich weiß jetzt nicht mal, wer Cooper ist. Habe ich gar nicht mitbekommen. 7,5 Stunden hat sich angefühlt wie 24. Ja, tatsächlich. Unten stand Ende, also Missionen 1 von 3 statt unten. Hier steht jetzt Endings 1 von 3. Ist irgendwie ein bisschen komisch, dass das in meinem Missionsbericht steht, dass ich 1 von 3 Enden gefunden habe. Good job. Thank you for completing the mission. Despite the numerous difficulties, aber sowas von. However, ach, unten steht's auf Deutsch. Dennoch hätten Sie mehr schaffen können. Wenn Sie es nochmal versuchen möchten, gebe ich Ihnen ein ganz besonderes Geschenk. Viel Glück. Ja, wenn ich jetzt einen Endlos-Raketenwerfer krieg, schau ich es mir vielleicht nochmal kurz an. Dino Crisis, exzellente Arbeit. Und ich habe keinen Widerspruch gefunden. Du hast neue Kleidung. Gut, sind ein bisschen langweilig. Kriege ich noch was Cooles? Nee, schade. Naja, gut. Was wollte ich sagen? Ich habe keinen Widerspruch gefunden, dass Dino Crisis nicht in der Welt von Resident Evil spielen könnte. Deswegen bin ich jetzt ganz stark dafür, dass wir jetzt sofort ein Dino Crisis Remake kriegen, das in die Resident Evil Remake Welt eingeflochten wird. Und dann kommt noch ein Dino Crisis 2 Remake. Und dann Dino Crisis 3 ignorieren wir. Das kommt weg. Das vergessen wir. Und dann kommt ein Dino Crisis Resident Evil Crossover. Ein ganz neues Spiel, in dem es um Zombie-Dinosaurier geht. Der T-Virus ist in einer Dino Crisis Firma Facility ausgebrochen oder sowas. Und wir haben eine neue Franchise. Dino Evil. Resident Crisis. Das hatten wir schon mal, das Thema. Ich kann mich erinnern. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe jetzt Silent Hill gar nicht vorbereitet für heute. Deswegen können wir das jetzt auch gar nicht mehr anfangen. Ich glaube, ich finde es auch besser, wenn wir mehr Zeit haben. Ich würde tatsächlich heute einfach ein bisschen früher Schluss machen. Gestern hatten wir dafür XXL Superstream. Aber das ist cool. Dann freue ich mich jetzt auf erstmal Resident Evil Survivor nächsten Dienstag, das wir noch beenden müssen. Wir sind ja scheinbar eh schon so ziemlich halb durch. Relativ kurzes Spiel, ich denke, das schaffen wir nächste Woche. Dann geht's am Mittwoch weiter mit dem Anfang von Silent Hill. Und bis dahin überlege ich mir, was das nächste Bonusspiel sein wird, das dann nach Silent Hill kommt, wenn das Ziel bis dahin erreicht wird. Und nach übernächste Woche geht es dann wahrscheinlich schon mit Code Veronica los. Auf das habe ich auch schon sehr viel Bock, bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben ein prallgefüllte To-Do-Liste auf jeden Fall vor uns. Wir sehen uns vor Weihnachten eh nochmal. Genau, insofern wünsche ich euch noch nicht schöne Weihnachten. Aber ich wünsche euch leckere Holy-Getränke. Wenn ihr Bock habt, dann bestellt euch die neuen Weihnachtssorten. Ich finde die sehr interessant, sehr lecker, sehr weihnachtlich, sehr cool für die Feiertage. Mit dem Code LSBR, ne, wisst ihr Bescheid, 5 Euro sparen mit dem Code LSBR 10, 10%. Der 5 Euro Rabatt funktioniert nur für die erste Bestellung, sonst nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, raiden wir auf Twitch jetzt nochmal weiter. Panikfies. RP läuft wieder. Da gucken wir vorbei. Und auf YouTube leider kann man nicht raiden. Irgendwie funktioniert das Raid-Feature gerade nicht, habe ich das Gefühl, oder? Doch ein bisschen. Na schön, Leute, dann vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Bits, sorry, dass es jetzt ein bisschen kürzer geworden ist, aber hat sich so ergeben und ist, wie gesagt, nach gestern eh auch okay. Nächste Woche geht's weiter, Dankeschön, gute Nacht, tschüss.